Hast du das gleich eigentlich? Rebellion. Bei diesen Köstlichkeiten hat er sich um kleine Brausekugeln, die einen nach dem Verzehr einige Zentimeter im Boden schweben lassen. Gerüchte zufolge enthalten die Beliebig-Stacheln. Das hat der Typ vor. Okay. Mampf. Danke for the money. Es ist dunkel. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Okay. Da ich da noch nicht war, gucken wir da mal hin, ne? Wenn ich da reinkomme, meine ich. Hä? Hier schon. Auf geht's nach Hogsmeade. Wir sind in Hogsmeade, mein Freund. Wir sind in Hogsmeade. Akio! Ich komme da nicht rein. Das ist da oben nochmal gewesen. Irgendwann kann ich überall rein, ey. Wenn ich echt alle Humora beherrsche. So, irgendwo wollte ich das verkaufen. Vergiss nicht rein, schade. Moin. Musikladen. Kann ich direkt neue Mega-Power-Tränke kaufen. Ein bisschen Kohle habe ich ja nun. In puncto Tränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Sehen Sie sich ruhig um. Danke, Jackie-chan. Wie kann ich heute behilflich sein? Das ist die Stimme von Jackie-chan. Nee, ich kann nur Dings. Ne? Hier sind die Tränke. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Er hat nur drei Stück drauf. Na gut. Verkaufen. Kann ich einfach auf alles verkaufen gehen oder so? Sehr gut. Es schadet nie, meine Vorräte aufzufüllen. Einfach alles weg. Danke fürs Geschäft. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich auch. Bis denn. Ab zurück nach Hogwarts.
Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Nur manchmal. Oh, das ist ein Pärchen. Naja, fast. Ich dachte, das ist ein Rebellion. Sind die gefährlich? Wollen die angreifen? Knuddelmus. Was ist das da vorne? Ajo. Schade. Die ganze Knuddel muss weg. Die sind wieder hier. Ah, ich bin von denen. Ich denke immer, wenn ich meinen Raum der Wünsche habe, kann ich die Dinge einsammeln. Wie kann ich sie bei mir züchten? Ich wollte letztes Mal schon. Wo geht's eigentlich allgemein unten lang? Ich kann ja mal gucken auf der Karte. Unwichtig eigentlich. Erstmal. Außer kennt man es nicht richtig. Wie ich einfach rum. Du nicht lang genug gezockt. Ich muss da lang. Okay. Mondstein sieg und flieg. Ich finde es schade, dass der Himmel nicht so geil aussieht, ne? Irgendwie hätte man besser darstellen können, bin ich leider ehrlich. Naja, dann kann ich alles haben. Also zumindest der Nachthimmel. Ich weiß jetzt nicht, wie der Taghimmel aussieht. Der Nachthimmel sieht schäbig aus. Revelio. Leute pennen wahrscheinlich schon. Kehre zu Gales Bale zurück. Auch die beiden wieder. Das habe ich vorhin nicht gesehen. Okay. Dann haben wir da den. Der ist 4. Repar. Incendio. Der ist 2. Der ist 1 und der ist 3. Ne, der war 1, ne? Incendio. Der ist 3.
bin ich denn jetzt? Habe ich das falsch gemacht, oder? Der ist 1 und 1 und 3, ach so. Und der ist doch 1 und der ist 3. Ja, hat schon gedacht. Guck mich da irgendwo hin jetzt? Okay. Warum sieht das hier gerade aus wie die Kamera des Schreckens? Er kann ja nicht. Okay. Sah nur so aus. Kurz goldener Schaft. Sieht aber schon auch geil aus. Ey, ich finde den immer noch geiler. Der sieht aus, als würde er passen irgendwie. Revelio. Ein wunderschöner Mantel. Den schwarzen hätte ich ihn genommen. Aber ich mache erstmal grün. Rebellion. Okay, ich muss wieder zurück. Das war auch interessant. Gar nicht vorstellen. Moin. Hallo nochmal. Warst du schon beim Honigtopf? Ja. Eine interessante Schulstunde. Dank dir. Ich hatte es mir anders vorgestellt, aber das war großartig. Ich schätze deine Hilfe. Ich hoffe, Schaff war nicht allzu unfreundlich, als du deinen Trank abgegeben hast. Er hat was von Verantwortung gesagt. Professor Schaff war verärgert, aber es ist alles in Ordnung. Das ist es bestimmt. Er hat sicher gelacht, als wir weg waren. Schaff mag mürrisch sein, aber ich wette, dass er früher auch Tränke in die Luft gejagt hat. Oder er war zu gut. Nächstes Mal gibt's weniger Explosionen. Versprochen. Okay. Hallo, Gareth. Ich habe die Billywick-Stachel. Du hast sie. Fantastisch. Na, ich bin der Böse. Das war aufwendiger als gedacht. Ich hätte gerne eine Gegenleistung. Klar, mit so viel Mühe hätte ich nicht gerechnet. Aber ich bezahle dich gerne. Danke nochmal. Ich melde mich, wenn mein zischendes Whisbier fertig ist. Ich werde auf jeden Fall eine Quidditch-Tafel geben. Und 300? Okay, danke. Revelio. Oder? Okay. Next Quest. Das mache ich noch und dann höre ich erstmal auf. Ob ich dann komplett aufhöre für heute, weiß ich nicht, aber ich höre erstmal auf. Wahrscheinlich für heute, weil in einer Stunde ist schon wieder Sonntag. Ich brauche immer eine kleine Pause. Dann geht's weiter.
wieder mal auf Abenteuertour? Immer, Habibi, immer. Huch, da lang. Dass man abends nicht schlafen muss. Oh. Lumos. Das war... das hier. Lumos. Da war schon irgendwo. Ist das aber egal. Finde ich bestimmt irgendwann. Rebellion. Da war ich letzte Zeit auch noch nicht so oft. Wisst ihr, was ich noch nicht gesehen habe? Die peitschende Weide. Akio. Legioso. Incendio! Das reicht. Ja. Die peitschende Weide habe ich noch gar nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Rebellion. Lumos. Incendio. Akio. Levioso. Kann ich glaube ich noch nicht, ne? Dieses Leben liegt hinter mir. Versprochen. Die fallen wieder. Kennen wir aber schon. Ich glaube... erstmal fremdgegangen. Der Glockenturm. Ja, Glockenturm? Doch, da seid ihr, Glockenturm. Scrub weiß von dem Buch, das sie gefunden haben. Fällt etwas daraus? Scrub glaubt, dass wir nicht in der Öffentlichkeit darüber sprechen sollten. Scrub hat hinter der Brücke beim Steinkreis eine weitere Notiz hinterlassen. Passen Sie auf sie auf und niemanden ein Wort davon. Scrub? Wer ist Scrub? Das ist eine sehr gute Frage. Was er laut diesem Briefding, das ich bekommen habe, ist das ein Kobold. Rebellion. Oh. Akio. Rebellion. Akio. Faster, suchen Sie nach den Kürbissen gleich hinter den Steinkreis. In einer von ihnen werden Sie fündig. Vielleicht können Sie dem armen Scope mit dem gebrochenen Herzen helfen. Hä? Kürbisse? Ah, jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Was ist das denn für eine Schnitzeljagd hier? So mitten in der Nacht. Kann man sehen, wie spät das ist? Hat man die Uhrzeit? Haben wir ein Talente freigeschaltet? Rebellion. Die junge Schlange muss inzwischen unglaublich neugierig sein. Triskop am Rande des Wassers bei der zerbrochenen Steg. Runter zum Wasser. Das ist der richtige Schnitzeljagd. Ich hoffe nur, das ist kein Trick.
Das kommt dazu. Ich hoffe es natürlich auch nicht. Ich meine, das sind dann Leute, die das bereuen werden, aber trotzdem. Rebellion. Sag hier so. Mehr den Sting, oder? Nein. Naja. Moin. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Hauself ist das. Kein Scrope ist der Name. Scrope dient dem Schulleiter. Er dient seit Jahren der Familie Black. Verzeihen Sie die vielen Notizen. Scrope wollte sichergehen, dass Sie nicht verfolgt werden. Was hat es damit auf sich? Die Notizen erwähnen das Buch aus der verbotenen Abteilung. Scrope sagt Ihnen mehr, wenn Sie ihm helfen. Aber niemand, vor allem nicht der Schulleiter, darf es erfahren. Den Schulleiter untergraben und dafür etwas bekommen? Ich bin ganz Ohr. Oh, Scrope hat nicht vor, den Schulleiter zu untergraben. Scrope will ihn vielmehr überraschen. Scropes verstorbene Herrin Apollonia Black, möge sie in Frieden ruhen, war vor über 50 Jahren Schülerin in Hogwarts. Vor ihrem Tod sprach sie leidenschaftlich von aus einem Buch gerissenen Seiten. Scrope vermutet, dass sie diese in ihre private Grotte brachte. Am Ende war die Arme im Delirium, verwechselte Holunder mit Tollkirschen. Scrope hat versucht, sie zu warnen. Tut mir wirklich leid. Aber was hast du davon, wenn ich die Seiten finde? Scrope glaubt, dass sich in der Grotte auch ein kostbarer Ring der Familie Black befindet. Scrope möchte ihn dem Schulleiter geben. Apollonia verbot Scrope vor langer Zeit, die Grotte zu betreten. Scrope hält sich nach wie vor an ihren Wunsch. Scrope würde es nicht wagen, einen Schüler um Hilfe zu bitten. Doch als Scrope erfuhr, dass sie diese Seiten suchen, dachte er, sie könnten vielleicht auch den Ring suchen. Jetzt habe ich Fragen. Woher wusstest du, dass ich ein Buch gefunden habe und dass Seiten fehlen? Scrope und die anderen Hauselfen sind gut darin, nicht gesehen zu werden. Scrope hört und sieht viele Dinge im Schloss. Scrope weiß, wie man Geheimnisse bewahrt. Okay. Erzähl mir mehr von dem kostbaren Ring. Ihn ziert das Wappen der Familie Black. Der Schulleiter würde sich freuen, wenn Scrope ihn zurückholt. Wie hast du dich am Ohr verletzt? Bei den Blacks hat es Tradition, ihre Hauselfen zu köpfen, wenn ihre Dienste nicht mehr benötigt werden. Okay. Einmal hatte die gute Apollonia eine berechtigte Wut auf Scrope und wurde etwas zu eifrig mit einem Beil. Scrope konnte das nette Mädchen von seinem Wert überzeugen und sieht diese kleine Verletzung nun als Erinnerung an ihr gutes Herz. Ja, nee, ist klar. Sklaverei. Das hilft uns wohl beiden. Ich mache es. Scrope ist erleichtert. Scrope hatte gehofft, dass der Slytherin-Neuzugang helfen würde. Bringen Sie diesen Toast zur Grotte unten an der Küste und stellen Sie ihn dort aufs Podest. Viel Toast. Glück! Scrope wird hier auf Sie warten. Viel Glück bei der Suche nach Ihren Seiten und dem Ring. Was sollte ich noch mal tun, Scrope? Scrope würde sich nie anmaßen, einem Schüler etwas. Und dass Sie... Das hilft uns wohl beiden. Scrope ist allein. Bringen Sie dies... Viel Glück. Ich dachte, man kann auch was anderes mit dem reden. Das wird euch nochmal angequatscht. Okay, das wird jetzt interessant, denke ich. Rebellion. Oder so. Akio. Rebellion. Lumos. Incendio. Lumos, Incendio.
scheiß Lumos. Okay, ich habe jetzt gefühlt, dass ich wieder mehr kämpfen muss. Also. Pack ich Lumos mal weg und pack da mal. Ich weiß nicht, ob das auch gegen Monster hilft. Ich versuch's einfach mal. Ach hier. Levioso. Expelliarm. Incendio. Nein! Okay, das wird interessant. Expelliarmus! Incendio! Okay, das war krass. Und unschön, weil ich komme jetzt Heiltränke drauf. Na, klasse. Die Heilung der Zaubertränke ist auch nicht so geil. Ne? Ich dachte eigentlich, das ist ein Zaubertrank komplett heilt, aber ist leider nicht so. Junge, Junge, Junge. Ich hoffe, da kommt nicht noch mehr von den Scheißviechers. Da habe ich echt ein Problem. Dass die Aufgabe eigentlich ein bisschen zu stark ist für mich. Ich versuch trotzdem. Was soll ich mit einem Stück Toast? Ich glaube, das gehört wohl dorthin. Geil. Wir speichern das mal. Revelio. Oh je. Kann das sein? Besuch? Jackdaw. Mein Name ist Richard Jackdaw. Vor einem Jahrhundert war ich ein Schüler, genau wie du. Wie in aller Welt hast du diesen Ort gefunden? Ein Hauself namens Scrope schickt mich. Ich suche hier einen Ring der Familie Black. Ah, leider habe ich den Ring schon vor langer Zeit verkauft. Armer Scrope. Schwärmt er immer noch für Apollonia? Ich könnte es ihm nicht verübeln. Ich habe all diese Schätze gestohlen, um sie zu beeindrucken. Leider vergeblich. Ich dachte, eine geheime, von Peeves stibitzte Karte würde ihr Interesse wecken, aber sie hat nur die Augen verdreht. Was soll ich mit vergilbten alten Seiten aus einem Buch? Nicht gerade meine Sternstunde. Ich muss darauf bestehen, dass du sie mir sofort gibst. Hier sind sie nicht.
Ich dachte, wenn Apollonia nicht an der Karte selbst interessiert ist, führt sie mich ja vielleicht wenigstens zu etwas, das ihr Interesse weckt. Also bin ich der Karte gefolgt, zu einer Art verzauberten Höhle. Und, tja, du siehst ja, was dann geschah. Puh, ich hätte da eine Idee. Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes und ich zeige dir, wo die Seiten sind? Mhm. Ich kann mir denken, wie du gestorben bist. Aber wer hat dir das angetan? Beim Umschauen habe ich plötzlich eine erfrischende Brise gespürt. Danach war ich ganz, nun, benommen. Mehr weiß ich nicht. Daher solltest du die Höhle nicht unvorbereitet besuchen. Warum genau, kann ich nicht sagen. Aber du wirkst scharfsinnig. Vorsicht vor einem leichten Lufthauch. Leichter Lufthauch? Genau, der Köpfe abhackt los. Warum brauchte ich Toast, um hier reinzukommen? Das war Apollonias Idee. Manche Tintenfische lieben wohl Toast. Das hätte man dir in Hogwarts beibringen sollen. Wie ist es möglich, einen Poltergeist wie Peeves zu bestehlen? Ich habe die Seiten nicht seiner Geistergestalt geklaut. Ich fand sie nur auf seinem Pfad der Zerstörung. Er neigt dazu, Sachen kaputt zu machen. Bücher, Flaschen, Rüstungen, was auch immer das meiste Chaos verursacht. Er hat sie nach einer besonders heftigen Rauferei in der Bibliothek verloren. Okay. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, die Seiten zu bekommen, treffen wir uns im Wald. Die Seiten sind bestimmt immer noch in meiner Weste. Wenn dir der Anblick meines, nun, enthaupteten Gerippes nichts ausmacht, gehören sie dir. Kein Problem. Revelio. Eine Karte. Scheint nicht zu den fehlenden Seiten zu gehören. Aber ich sollte sie mitnehmen. Schade. Das ist geheime Versteck von den Blacks oder sowas? Okay. Ich glaube, das ist doch nicht so. Ich glaube, das ist da festgesteckt. Ich glaube, die scheiß Viecher sind nicht wieder da. Die wären mir gerade ein bisschen zu strong. So. Dann gebe ich mal kurz denen jetzt die Karte und dann, Moment. Doch, die Karte zum Ring oder sowas, ne? Ach, hab keine Ahnung. Und dann halt erstmal auf. Das ist Schluss für heute. Bin schmüde und so. Hallo, Scrope. Dank dir konnte ich Apollonias Grotte betreten. Der Toast war der Schlüssel. Ich habe dort einen Geist getroffen. Richard Jackdaw. Er wird mich zu den Seiten führen, die ich suche. Der Junge war nie gut genug für Apollonia. Was ist mit dem Ring der Familie Black? Leider hat Jackdaw ihn schon vor langer Zeit verkauft. Wie schade. Nun braucht Scrope etwas anderes, um den Schulleiter zu beeindrucken. Scrope tröstet sich damit, dass zumindest der junge Slytherin gefunden hat, was er brauchte. Das habe ich. Danke, Scrope. Du machst den Hauselfen alle Ehre. Tschüss. Expelliarmus! Incendio! Accio! Levioso! Okay, das war's aber.